Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. In der letzten Folge haben wir Garm aufgehalten, beziehungsweise ihn in Fenrir verwandelt. Ups, Spoiler, ja. Guckt die letzte Folge, war echt geil. Und meine Theorie hat sich bewahrheitet, ich bin beeindruckt. Aber das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen belesen ist in der nordischen Mythologie. Ich würde mich jetzt keinenfalls Profi bezeichnen, aber ich habe halt ein paar Texte und so gelesen, weil mich das schon immer sehr interessiert hat. Genau, den haben wir wieder in Fenrir verwandelt. Und dadurch ist er jetzt unser Freund. Großer Hund, kann Weltenrisse aufmachen und ist unser Freund. Bestimmt hilfreich, wenn wir nach Asgard wollen. Wink, wink. Und Atreus ist wieder unser Freund. Aber schon länger. Das wisst ihr schon. Also, weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zurück zu Sindris Haus. Denn Brock hat kein Haus, weil er ist eigentlich tot. Nur ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Sie scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so... Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Ups, das war ja noch gar nicht bekannt. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht, und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel? Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das... Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen.
Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Gut. So ist es wohl. Wo wir gerade reinen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Hehlläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Ich griff nach einem Schild statt nach einem Schwert. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Gut, haben jetzt alle ihr Sätzchen gesagt. Ich kann dir die Axt schärfen, wenn du möchtest. Ein lebender Mensch, das bin ich. Nett von dir. Nach all der Zeit ist sie immer noch wunderschön. Und der Junge? Oh, da kriegt er sogar so einen Schimmereffekt dann auf der nächsten Stufe. Ist ja cool. Also, bevor wir nach Freya sehen, hast du in anderen Welten vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Der Junge würde sicher gern helfen. Ich gucke gerade nur so ein bisschen durch, was wir so machen können. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Dann stellen wir mal was her. Okay, jetzt haben wir drei Nilfheim-Sachen. Die Aktivierungsschlüssel davon. Okay. Alles gut? Ah, es braucht schon mehr als einen Pferd voller Gestalten, um mich zu stoppen. Was soll ich denn tun? Mit einem Verband am Kopf herumlaufen und um Aufmerksamkeit betteln? Ich wurde zerfleischt von einem Bären. Angenagt trifft es her. Ja, genau. Danke für die Erinnerung. Wie immer. Sehr dankbar. Vor allem, weil wir auch neue Sachen haben. Das klingt eigentlich ganz cool. Vielleicht benutze ich es dann auch endlich mal.
Mhm. So, mal kurz bei Atreus vorbeigucken. Ich mach einfach hier mit weiter, bis du losziehen willst. Okay. Machst du mit, Kratos? Sitzen, konzentriert atmen, versuchen, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen? Nein. Echt jetzt? Das war das Gespräch? Gutes Gespräch. Ich mag das Gebäude hier, ist echt cool gemacht. Hey, warte! Wir kommen mit. Wie in alten Zeiten. Gut. Werden wir nach Freya sehen? Ja. Schön, dass ich mitkommen kann. Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich hab Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt, aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Wow, es ist wunderschön. Und, nass? Es ist auch gefährlich. Gefährlicher als Hel? Haben die jetzt echt hier zugemacht? Freyas Lager liegt rechts. Sind wir in Eile? Der Junge sieht nicht jeden Tag eine neue Welt. Ja, wir haben ja da unten schon alles gemacht. Warum soll ich jetzt da runterfahren? Ich meine, gut, wir haben hier dieses Portal, Yggdrasilis, ja. Ansonsten haben wir eigentlich schon viel gemacht. Also jetzt nicht so, dass da noch viel übrig ist. Waren wir mit Freya schon. Auf zu Freyas Lager. Mal sehen, wie es den Warnen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Sie kommt allein zurecht. Wir sehen trotzdem nach ihr. Die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Und ich schulde ihr viel. Natürlich nicht. Göttliche Asche. Was haben wir denn das jemals benutzt? Weiß ich gar nicht.
Hier ist keiner. Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder. Kratos, Atreus, schön euch zu sehen. Unerwartet, aber schön. Du kennst uns? Nicht doch. Bist du, wer ich denke? Du verschlagener Mistkerl. Fast schön, dich wiederzusehen. Und mal in der Gestalt eines Mannes, oder? Fast. So zogen sie dir also den Kopf aus dem Arsch. Vielleicht hörst du jetzt auf, so ein halbblinder, bissbesoffener Lügner zu sein. Er war ein größeres Schwein als ich jemals. Ich kenne dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Hildisvini! Das war, als wir Freya im Wald trafen. Nachdem ich... Oh. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Freya Skylar. Ihr Berater. Und Freund. Berater der Warnen. Und ja, also, im Exil in Midgard war ich in meiner Keilerform gefangen. Du hast mich erschossen. Auf mein Geheiß. Nein. Mein Fall, mein Fehler. Vergessen. Vanaheim braucht unsere Hilfe mehr denn je. Sogar Mimirs. Los! Und pass auf, wohin du damit zielst. Meine Haut ist in der Form nicht so dick. Wenn ihr bereit seid, gehen wir. Wir lassen aber auch keine Fragen offen. Ich erkläre es unterwegs. Gefällt mir irgendwie. Als wir Freya zum ersten Mal in der Gestalt der Waldhexe begegneten, hatten wir ihren magischen Keiler verletzt und halfen ihr, ihn zu heilen. Jetzt haben wir ihn in seiner menschlichen Form wieder getroffen, als zuverlässiger Berater von Freya und Freyr. Er scheint keinen Groll gegen Atreus und mich zu hegen, aber seine Rivalität mit Mimir scheint bereits lange zu währen und bitter zu sein. Die lassen echt nichts offen, ne? Jedes kleine Nüppelchen aus dem ersten Teil wird nochmal aufgegriffen. Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freyr und Pikvir. Sie wurden von den Einherjar geschnappt. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Nicht leicht, die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihnen sehen? Ich wäre euch dankbar. Wir haben zu wenig Leute. Und wenn jemand Sköll und Hati helfen kann, dann ein anderer Riese. In Ordnung. Freya meinte, du kämst daran vorbei. Sehr beeindruckend. Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist ihr Bau. Viel Glück. Und schieß nicht auf Keiler! Ha! Wenn mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Glaubt mir, Junge. Wenn das alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Das Übliche. Missverständnisse, Gefolgschaftskonflikte, gebrochene Eide. Nichts, was dich belasten sollte. Mich belastet nicht. Keine Neugier. Neugier ist wichtig. Aber Privatsphäre auch. Schon gut, schon gut. Verstanden. Aber es würde mich auch interessieren, aber wir sollen Sköll und Hati finden, also die beiden Wölfe, die den Mond und die Sonne jagen. Und wenn die das nicht mehr tun, startet Ragnarök. Also wie viel Zeichen brauchen wir eigentlich noch, bis wir es endlich akzeptieren? Oh. Waren wir nicht schon? Vorsicht! Volker! Ich kämpfe!
Verschwinde, Bruder! Linke Seite! Achtung! Aua! Hinter dir! Verschwinde, Bruder! Vielleicht ein Pfeil? Hinter dir, pass auf! Ja, es hat geklappt! Oika! Wo sind noch Gegner, mein Sohn? Hm? Sei ehrlich, will dich vervielfältigen. So, jetzt aber. Ja, das eine ist immer noch da. Das ist der letzte. Weicht allem aus, wie wär's mit Pfeilen? Ist echt blöd, wenn sich was da reinbockt und es dann hier aber nicht weitergeht. Ist so anders als die anderen Welten. Es ist warm wie in Svartelfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Igros, griechisch für feucht. Igros. Gefällt mir. Der Nicker macht sie stärker. Hinter dir, Vorsicht! Uiuiuiui. Ja, und sei still. Wo kommt denn das Vieh jetzt schon wieder her? Hinter dir, Vorsicht! So. Elia, wir sind da. Wachsam sein. Wohin die wohl sind? Vielleicht von einem Nicker gefressen. Wohl kaum. Huh.
Hä? Da waren wir doch gerade. Okay, so kommen wir zu der Kiste, aber da geht's doch nicht weiter. Ich glaube, wir müssen weiter den Hauptgang einfach kommen. Das wäre nur der Weg zurück. Wir holen mehr Beute, ja? Ich habe die Schmiede in Freyas Lager gesehen. Hat Brock ihnen die ganze Zeit geholfen? Ah, du kennst Lunda noch nicht. Eine alte Kumpanin der Huldu-Brüder. Sie ist Freyas Schmiede. Sorgt für Waffen und Ausrüstung seines Trupps. Wow, noch eine legendäre Schmiedin. Sie kennt sicher tolle Geschichten. Sei auf der Hut, Atreus. Was? Warum? Sie ist ziemlich freundlich. Ach, Unsinn. Der Kerl ist viel zu jung für ihren Geschmack. Was? Gut, dann gehen wir mal nochmal weiter. Weißt du, Junge, dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle 9 Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Ich habe es nicht eilig damit. Hilisvini sagte, Freyr und Pikvir wurden gefangen. Wer ist Pikvir? Ein Lichtalm. Ein einziger Gelehrter mit seiner Frau Bela aus Arnheim verbannt. Sie ist vielleicht ihre beste Kriegerin. Warum die Verbannung? Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Belas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war verfüllt. Wie, Bela ist eine Dunkelalbin? Ja. Wow. Tja, das wirft sogar noch mehr Fragen auf. Ich hoffe, ihm geht's gut. Oik. Ein Iker macht sie stärker! Ja, und sei still! Oh, jetzt kommen langsam die Asgard-Bahn raus. Und auch wesentlich mehr Hacksilber. 5000 Hacksilber jetzt in einer Kiste allein. What the fuck? Was ist das für ein widerlicher widerliches Geräusch? Jetzt hier hin. Ich spüre sie da oben. Okay, das muss ihr Bau sein. Freust du dich, Sköll und Hati zu treffen? Naja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Legende trifft auf Realität. Zumindest sollte es unterhaltsam werden. Okay. Ah, da hinten kommt das Mampf her. Warte mal. Sonne und Mond
gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt? Ich sagte, es sei prophezeit, Junge. Prophezeiung. Von denen hatten wir nach unserer Zeit mit den Nornen alle genug. Aber Odin glaubt noch dran. Deshalb haben die Einherjar ja bestimmt den Mond gestohlen. Er will Ragnarök immer noch vermeiden. Oder er bereitet sich darauf vor, lenkt mit dem Stellvertreterkrieg in dieser Welt seine Feinde ab. Ja, oder so. Mag sein. Sohnemann, weißt du etwa mehr? Ich meine, wir waren ja auch eine Zeit lang nicht dabei, ne? Das ist ein ganz guter Kniff eigentlich. Wir waren ja auch eine Zeit lang nicht dabei, als er mit Odin alleine war. Ja! Sind erst wieder mit eingestiegen, als er quasi das zum zweiten Dings gegangen ist, zum zweiten Hinweis nach Helheim. Ja! Waren das alle? Oder gibt es noch eine weitere Stufe? 20 von 20 haben wir jetzt abgeschlossen. Gut, wir haben auch schon 50 von 50 Särgen. Ich glaube, es gibt bestimmt noch mehr. Aber die zählen dann wahrscheinlich nicht mehr rein oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es alle Nornduren waren. Obwohl, vielleicht sind die gar nicht so gut versteckt in dem Spiel. Oder in dem Teil, weil die halt auf dem Weg gefunden werden sollen von den Spielern. Wir haben es echt mit Wölfen. Hallo? Ich glaube, sie schlafen. Tja, da haben wir es. Die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Skölds und Hattis Schreinach waren die Einherjar beteiligt. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist? Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Die Details sind recht spärlich. Im Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Versuchen wir es dort. Wer außer Hildis Vini und den Alben gehört noch zu Freyas Armee? Armee kann man es kaum nennen. Aber Pyrmir war Soldat, beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen, zerbrochenen Schwert umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht. Euker! Ja. Ja. Das wird ein Herrier. Ich bin bereit. Ne emun geresat veremer. Alpha Riller, ihr geht mit. Aua. Nicht schön. Vorsicht! Das ist Speedpreis. Ich mag den Angriff echt mit den Klingen und die Leute aufspießen und... Hast du das gesehen? Seit wann können die das? Ein neuer Feind. Wachsam bleiben. Ja? Genau.
Ich meine, die haben Bifrost-Magie. Treffend. Ist nicht weit hergeholt. Üppig. Die Wahnen würden die Üppigkeit der Welt, es aufzuschreiben, ist allerdings... Ach, würdigen. Ist allerdings überflüssig, die Schönheit Vanheim spricht für sich selbst. Ja, ist wirklich eine schöne Welt, Vanheim. Kann man nicht anders sagen. Muss man neidlos anerkennen. Da ist sie wieder. Sie wissen, dass wir kommen. Seltsam, dass niemand hier ist. Verstecken sich. Die Vanen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freyer. Die Überlebenden des Krieges ziehen es vor, sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. Verständlich. Wenn ich sie einreiße, greifen wir an. Ja. Leer. Sind die alle hin? Ah ja, waren wir damals mit Freya. Halt, da ist die Mond. Kiste? Da unten. Das muss sie sein. Wo ist denn deine Kiste? Das hier ist ein Hinterhalt. Ja. Ich hoffe, das reißt ein Loch in Odins Armee. Zumindest fürs Erste. Ich glaube nicht, dass Asgard bei den Soldaten ausgehen. Da weiß wieder jemand mehr als wir. Weil er mit dem Feind paktierte. Bereit, den Mond an seinen Platz zu bringen? Na gut, ja. Das klingt wirklich seltsam. Hey, schnell, sie entkommt! Los! Bitte Hinterhalt! Hab ich nicht kommen sehen. Schön vorsichtig! Das ist Bifrost! Hat Mina auch mal was anderes auf Lager? Also schön vorsichtig, Bifrost-Magie.
weg! Schnell! Wir müssen rüber! Worüber eigentlich? Ah, darüber. Ah, ich verstehe. Glaube ich. Nee, ich verstehe nicht. Ah, hier. Da! Ich will den Wasserfall rauf. Das war cool, weil wir nicht kämpfen mussten. Ist noch da oben. Und noch ein Hinterhalt. Ernsthaft? Aller guten Dinge sind drei. Sie sind nicht schlau. Ja, und dann wäre da das. Weißt du, was wir hier gerade tun? All das, es läuft fast genauso ab, wie wir es in Sköll und Hattis Schrein sahen. Die Wölfe sind zurück in Vanaheim. Wir retten den Mond. Ja, ich erinnere mich an die Prophezeiung. Und beunruhigt dich das nicht, wenn alles, was wir jetzt tun, im Jötnar-Schrein passiert ist? Denk an unsere Abmachung. Die Prophezeiung bestimmt nicht unsere Taten. Ja. Unsere Verbündeten brauchen Hilfe. Darauf konzentrieren wir uns. Ich komme nicht da runter. Müssen wir nicht hier runter? Wir müssen Bruder, wir sind hoch. Falsch abgebogen. Ja, unser Team auch. Flieht himmelwärts. Danke für den Hinweis. Ich habe mich gerade sehr dumm gefühlt. Ich dachte, es geht nicht weiter, weil wir noch reden, weil dann gleich eine Zwischensequenz kommt oder so, aber ne. Wir waren einfach sehr dumm. Denn unser Feind flieht himmelwärts. Aber es ist nett, dass er auf uns wartet, bis wir kommen. Da fühlt man sich gemocht. Wow, was ist das? Ein Wieb! Fiese Besten, seid vorsichtig! Au, au, au! What the fuck? Hinter dir, Vater! Wow. Hinten! Sie ist kalt, ist sie. Sie ist aus Helheim. Heimdall muss sie geschnappt haben, als ich Garm befreite. Ich war dort, aber ich wusste nicht. Und jetzt kämpfst du, um den Schaden gut zu machen. Schuldgefühle helfen nichts. Ja. Nein, du hast recht. Schön. Sind wir uns einig. Gut. Dann wollen wir mal zu Sköll und Hati zurückkehren. Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Passt gut auf. Vater, warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Wer hat was von Zweifeln gesagt? Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Ja, aber nur weil du das einredest, Kratos, ist es halt nun mal nicht so. Ich meine, ist ja relativ offensichtlich, dass wir gerade hier die Prophezeiungen nacheinander erfüllen. Das ist ja jetzt nicht so, klar, vielleicht nicht so genauso wie vorhergesehen. Ja.
Aber was, wenn wir durch all unsere Taten direkt in Ragnarök reinlaufen? Gibt es keine Möglichkeit, das Schicksal abzuwenden? Dein Schicksal? Wenn wir nicht verhindern, dass... Würdest du den Wölfen den Rücken zukehren? In dieser Welt? Denk an unsere Abmachung. Ich möchte lösen. Nein. Der Junge hat ein paar gute Argumente. Solange Atreus lebt, sei's drum. Das muss klappen. Und es ist eine Sonnenfinsternis. Oh, es ist so episch. Ich liebe dieses Spiel. Genau wie in ihrem Schrein. Wenn ich das tue... Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Elta! Junge. Sie haben ein Geschenk für uns. Damit können wir sie jederzeit rufen. Sie hat wie eine Puzzlerolle. Weißt du noch, der Altar, den wir gesehen haben? Ich glaube, da sollen wir das benutzen. Vielleicht weiß Freya Rat. Gut. Im Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Oh. Das kann sich doch sehen lassen. Nice. Wir sollten zu Hildi Sweeney und ihm von all dem erzählen. Ja, beruhig dich. Also, ins Lager. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war sehr episch jetzt am Ende. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei God of War Ragnarök. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.